Ja, ich denke, er wusste, dass er heute ins Sportstudio kommt. Deswegen war klar, er muss eine Top-Leistung zeigen. Und das hat er auch. Er hat uns einige Male bewahrt vor dem Anschlusstor oder gar vor dem Ausgleichstreffer. Er ist souverän, er ist ein sehr guter Fußballer und er kann noch an sich wachsen. Man ist noch steigerungsfähig, aber ein super Junge. Viel Spaß im Sportstudio. Danke. Und wir begrüßen Ron Robert Zieler. Herzlich willkommen. Ja, Ron Robert Zieler. In der letzten Saison Vierter. Bestes Ergebnis in der Geschichte von Hannover 96 in der Bundesliga. Jetzt schon wieder zwei Spiele, zwei Siege. Soll das jetzt einfach so weitergehen mit Ihnen? Ja, es wäre natürlich schön, wenn es so weitergeht. Also letztes Jahr war sensationell. Wir sind auf einer Welle gewesen, die uns getragen hat. Und jetzt natürlich mit zwei Siegen aus zwei Spielen, mehr geht nicht. Also insofern, momentan läuft es auch wieder sehr gut. Und dann Donnerstag Europa, willkommen. Wo sind Sie? Da, ne? Also Hannover 96, Sevilla, Playoffs Europa League. Erzählen Sie doch mal, wie dürfen wir uns die Euphorie in Hannover derzeit vorstellen? Ja, die tägliche Presse, die ist voll von dem Spiel jetzt und man merkt so, die Leute, die man sieht in der Stadt, die sind halt voller Euphorie, voller Vorfreude und auch wir, die Mannschaft, wir sind voller Vorfreude, endlich europäisch zu spielen und ja, wir freuen uns auf das Spiel. Unsere Statistiker haben wir übrigens gesteckt, ohne Sie wird das Spiel gegen Sevilla wahrscheinlich so nicht stattfinden, denn abgesehen mal von Ter Stegen, den wir jetzt mal rauslassen, weil er so wenige Spiele gemacht hat in der letzten Saison, waren Sie in der letzten Saison statistisch der beste Torhüter der Saison. 15 Spiele, genau. 11 Gegentore und 80% abgewehrte Torschüsse, alles Spitzenwerte. Gratulation für Sie. Ich meine, man muss sich das mal vorstellen. Sie waren 16, gehen zu Manchester United. Das sportliche Sagen hatte da und hat immer noch ein ganz großer des Fußballs, Sir Alex Ferguson. Seine Erfolge können wir uns einfach noch mal vergegenwärtigen. Ja, der hat zweimal Champions League gewonnen mit Manchester United, war 12-mal englischer Meister, 5-mal hat er einen FA Cup gewonnen. Hier sieht man es auch noch mal. Und dann sitzen Sie mit 16 im Einzelgespräch vor ihm. Wie ist das abgelaufen? Erzählen Sie mal. Ja, es war ein ganz besonderes Ereignis für mich. Das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Es war sehr, sehr, ja, gut, sehr, sehr gutes Gefühl, ihn dann zu sehen. Es hieß dann auf einmal, ich saß in der Kantine und es hieß dann, der Sir Alex möchte dich gleich mal im Büro treffen. Und dann war ich schon total aufgeregt. Und, ja, und dann gehst du halt nur rein und du versuchst halt so, er hat noch diesen schottischen Akzent. Und du versuchst halt einfach nur so ein bisschen zu verstehen. Und mein Englisch war ja noch nicht so gut. Und dann habe ich einfach nur ab und zu mal yes, yes und no gesagt. Und so. Es ist alles gut gegangen und ja. Super Ereignis. Ja, also das glauben wir und das scheint auch für ihn was Besonderes zu sein. Er ist ein sehr erfolgreicher Trainer, aber wir haben ihn in dieser Woche mal gefragt, Mensch, Sir Ferguson, könnten Sie sich denn vorstellen, mal was zu sagen zu Ihnen, zu Ron Robert Zieler? Er hat sofort ja gesagt und deshalb hat Thomas Wag ihn in Manchester besucht. He's a wonderful boy. Er ist ein wunderbarer Junge, ein guter Profi. Er hatte Pech in Manchester, einige Verletzungen, die ihn Monate gekostet haben. Aber er kam zurück. Doch danach mussten wir uns entscheiden, ob er als dritter oder vierter Torhüter weitermachen sollte. Das haben wir dann mit seinem Berater besprochen. Und danach kam die Möglichkeit, in Deutschland zu spielen. Da hat er sich dann prima entwickelt. Sollte er eines Tages nach Manchester zurückkehren wollen, würden Sie ihn wieder nehmen? Auf jeden Fall. Natürlich kommt es immer auf die Leistung an. Wir sehen seine Fortschritte in Hannover und er spielt ja jetzt auch in einem internationalen Wettbewerb. Das ist wunderbar für ihn. Wie klingt das? Also Alex Ferguson würde sich sofort wieder nehmen. Ja, das ist natürlich sehr schön zu hören. Ist fast schon zu viel Lob. Also ja, sehr schön.
Wenn man sich das vorstellt, Sie waren damals ja auch im Training zusammen mit Van der Sar. Was haben Sie sich von dem abschauen können? Ja, unheimlich viel. Der Van der Sar war ja auch schon in einem Alter, wo er unheimlich viel Erfahrung besessen hat. Und das hat man auch im tagtäglichen Training gesehen. Er hat einfach eine unglaubliche Ruhe und ist super abgeklärt, auch wie er die Situation meistert. Also gab es einiges, was man sich abschauen konnte. Eine kurze Frage mit der Bitte um eine spontane Antwort. Was glauben Sie, gucken Sie mal rüber, Ron-Robert Zieler, wie viel Meter läuft er im Spiel? 200. Wie viel Meter? Ja. Spontan? 1,5 Kilometer. 1,5 Kilometer? 2,5. 2,5 Kilometer, das lösen wir jetzt mal auf, liebe Zuschauer. Der Datencheck, Ron-Robert Zieler, 200 Meter war das wenigste. Und wie viel waren 2,5 Kilometer der Höchstwert? Und wir sehen zunächst einmal, dass er 5 Torschüsse abgewehrt hat. Das ist gut. Dann hat er, ich gehe mal näher, 42 Ballkontakte. Das ist sehr gut. Nur 3 Feldspieler hatten mehr heute von Hannover 96. Und 5,4 Kilometer ist er gelaufen. Ja? Das denkt man nicht. Viele denken das nicht. 200 Meter leicht daneben. Und da sagt man einer, Torhüter steht nur mit dem Tor. Ja, genau, genau. Ich meine, Sie kennen ja diese Werte sicher, aber wie sehr überrascht es Sie selbst, dass da so viel zusammenkommt? Ja, seit dieser Saison ist es ja so, dass wir die Statistiken alle auch bekommen und für jeden ersichtbar sind. Und ja, ich wusste nicht, was die normale Norm ist. Sicherlich 5,4 Kilometer ist sicherlich auch einiges. Ja, ist schon viele. Ihr Kollege hat heute, Schäfer, sogar über 6 Kilometer gelaufen. Das war, glaube ich, heute sogar der Bestwert. Und wir schauen uns auch mal an, wo Sie überall Positionen bezogen haben heute auf dem Feld. Auch da haben wir einen Wert oder eine Darstellung, die ganz interessant ist. Wir sehen Sie links und rechts den Kollegen Schäfer. Wir sehen, das ist relativ ähnlich, aber Schäfer doch weiter auch aufgerückt. Woran mag das liegen? Spielt er offensiver? Ich glaube, vielleicht zweite Halbzeit haben die Nürnberger unheimlich viel Druck gemacht und kann sein, dass er dann auch versucht hat, mitzuspielen. Und vielleicht ist das so zu erklären. Früher hatte man ja immer so das Bild im Kopf, der Torhüter steht da hinten so und wartet, was passiert. Wie sehr können Sie im Spiel überhaupt mal kurz sich zurückziehen oder nicht abschalten, ist schon zu viel gesagt, aber mal zur Ruhe kommen? Oh, schwer zu sagen. Also ich versuche halt einfach die kompletten 90 Minuten voll konzentriert zu sein, gar nicht irgendwie abzuschalten. Und selbst wenn der Ball auf der ganz vorne ist und so, dann versuche ich einfach mitzuschieben, einfach um einfach im Spiel drin zu bleiben. Früher hat man gesagt, Mensch, ein Torhüter kann erst mit 30 so richtig gut sein. Ist das Story von gestern? Ist das überholt mittlerweile? Ja, es scheint momentan so, weil unheimlich viele junge Torhüter spielen und auch gute Leistungen zeigen. Ich denke, die Leistung sollte im Vordergrund spielen und nicht das Stehen und nicht das Alter. Also wir können als Summe drunter schreiben, das Torwartspiel hat sich extrem verändert. Sie spielen mit, alles verändert sich in Ihrem Spiel, sind mehr ein Feldspieler geworden als früher. Und ich glaube, Statistiken können uns auch immer wieder neue Hinweise geben und auch solche Darstellungsformen. Ja. Ein Thema, auch darüber wird schon geredet, ist das Thema Nationalmannschaft. René Adler ist verletzt. In 2 Wochen wird Joachim Löw das Aufgebot bekannt geben für die Quali-Spiele gegen Österreich und Belgien. Sie stöhnen schon so ein bisschen. Thema, das er, glaube ich, nicht so gerne hört. Man fragt sich jetzt natürlich, wie viele Torhüter nimmt er mit? Nimmt er nur Neuer und Wiese mit oder auch einen Jungen? Die Süddeutsche sagt zum Beispiel, wir glauben, wenn er einen Dritten mitnimmt, dann wird das Zieler von Hannover 96 sein. Wie intensiv ist denn Ihr Kontakt zu Herrn Köpke? Gar nicht. Also ich habe mit dem Herrn Köpke jetzt noch gar nicht gesprochen. Nee. Und ich kann natürlich auch nicht beantworten, wie viel Torhüter der Löw mitnehmen wird. Ich versuche einfach nur meine Leistung zu bringen und einfach auch auf mich zu schauen. Und alles andere wird sich dann ergeben oder nicht. Und die Handynummer würden Sie vom Verein kriegen, nehme ich an, dass Sie sie anrufen können? Ja. Ja, ne? Und, aber Sie wären so bereit, wären Sie schon? Ja, natürlich. Also... Ja, was soll ich? Ja. Also das ist für Sie keine andere Welt. Wenn man Sie ruft, sind Sie da. Sicherlich. Ich habe jetzt 17 Bundesligaspiele und ich denke, ich habe mein Spiel auch sehr ordentlich bestritten. Und ja, ich denke, ich fühle mich sehr selbstbewusst. Und wenn die Berufung irgendwann kommen würde, dann wäre ich sicherlich bereit. Aber ich mache mir darüber jetzt momentan keine Gedanken, weil es jetzt noch nicht aktuell ist. Was spricht denn dafür, dass Sie gegen Sevilla bestehen können?
Ja, ich denke, wir haben auch letztes Jahr schon bewiesen, dass wir zu Hause unheimlich stark sind, auch starke Gegner besiegen können. Und wir freuen uns schon seit Monaten darauf, endlich europäisch zu spielen. Wir wissen natürlich, dass Sevilla ein absoluter Topgegner ist, aber wir wissen auch, dass wir eine junge, hungrige Mannschaft sind, die auch guten Konterfußball spielen können. Und ja, wir versprechen uns auch einiges davon. Wir sind sehr gespannt und wir danken für seinen ersten Sportstudio-Auftritt. Ich könnte mir vorstellen, es werden noch viele mehr. Danke schon mal. Ron Robertina, die Torwand wartet ja noch.